Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Tower Stars aus Ravensburg. Wir sahen ein 4:3 vor 3.876 Zuschauern. Auch die Fans in der Arena noch herzlich willkommen zu dieser Übertragung. Zu meiner Linken Gästecoach Petri Kujala, zu meiner Rechten unseren Coach Kevin Godet. Herr Kujala als Gast natürlich das erste Wort. Wie sahen Sie die Partie? Ja, wir waren im ersten Drittel vielleicht ein bisschen zu offen, sind aber zweimal schön zurückgekommen, dank unserer dritten Reihe, der momentan sehr, sehr gut spielt. Ja, irgendwie durch den Spielplan sind wir müde geworden. Am Ende konnte nicht mehr so viel Druck aufbauen und Stiele ist sehr, sehr starke Offensivmannschaft. Also da gegen Steelers kann man verlieren, aber wir sind wirklich in dieser Woche, wir sind nach Dresden gefahren mit dem Bus, den zweiten Weihnachtstag waren wir Weißwasser unterwegs und es war eine lange Woche, aber ich muss trotzdem Kompliment an meine Mannschaft geben hier, weil wir sind bis zum Ende gegangen und Slawetinski hat sogar da am Ende noch wahrscheinlich das Tor getroffen, wenn er da nicht gefoult geworden wäre, aber wie gesagt, ich kann keinen Vorwurf an meine Mannschaft stellen. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Dankeschön. Ja, Kevin, drittes Spiel in der neuen Arena, dritter Heimsieg. Du scheinst recht zufrieden. Ja, schönen guten Abend. Natürlich bin ich zufrieden. Ich meine, dass unsere 12 Siege in 13 Spielen, inklusive natürlich Landshut in die Pokal, und es ist nicht einfach, immer zu gewinnen. You know, es ist eigentlich sehr schwer, weil viele von diesen Spielen haben wir auch Glück gehabt. Und ich habe gewusst, heute Spiel gegen Ravensburg wird nicht einfach. Das ist eine Mannschaft, die letzten 2 Mal, wo wir haben gegen sie gespielt, sie war besser. You know, das ist ein sehr guter Schlittschuhläufer der Mannschaft, spielerische Mannschaft, schnelle Pässe. Und letzte 2 Mal, sie waren besser. Wir haben einmal gewonnen, aber wir waren nicht die bessere Mannschaft. Und ich habe gewusst, mit dem Spielplan, wir haben nicht Freitag gespielt natürlich, das war ein Vorteil für uns. Ich habe gehofft, dass sie werden müde. Und ich denke, sie waren am Ende, und weil wir haben einfach so viele Chancen gehabt, die Spiele zu erledigen in die zweite Drittel und Open Nets und nicht gemacht. Und normalerweise, Ravensburg ist eine sehr gute Defensive-Mannschaft, normalerweise kriegt man nicht so viele Chancen. Wir haben das selbe Leben schwer gemacht. Wie gesagt, wir hätten Chancen, das wirklich zu enden, und wir haben nicht. Und am Ende, es war knapp bis zum Ende. Aber wir sind eine Mannschaft in dem Moment, das geben nicht auf. Ich bin so stolz, was wir haben gemacht in den letzten 2 Monaten. Und ich möchte natürlich alle Zuschauer, Sponsoren, Presse einen guten Rutsch wünschen. Und ich kann nicht versprechen, dass wir werden so spielen in 2013, weil es ist ein bisschen unglaublich in dem Moment. Aber man muss die Zeit genießen und die Sieg genießen. Und ja, das macht Spaß in dem Moment. Dankeschön. Danke, Kevin. Einer hat heute gefehlt, Markus Gleich. Kannst du etwas zu seiner Verletzung sagen? Ja, er hat eine leichte Verletzung und es ist nicht schwer, Gott sei Dank. Und er wird irgendwie in den nächsten 2 Wochen spielen. Okay, das war eine Frage von der Vereiniger Kreiszeitung, die vorhin schon gestellt worden ist. Gibt es noch weitere Fragen von der Presse? Ich wiederhole ganz kurz die Frage, wie es war, um in dieser neuen Arena zu spielen und natürlich mit dem starken, großen Rückhalt der Ravensburger Fans. Wie hat es Ihnen gefallen hier? Ja, die Stimmung war natürlich wunderbar, unsere eigenen Fans hinter uns. Ja, die Eishalle ist wunderschön geworden hier. Wenn es irgendwann mal fertig wird, wird es wahrscheinlich noch schöner. Es wird irgendwann fertig. Gibt es weitere Fragen von der Presse? Wenn dem nicht so ist, dann bleibt mir auch Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ein baldiges Wiedersehen. Das könnte schon am 6. Januar sein, wenn wir unser nächstes Heimspiel bestreiten gegen die Schwenninger Wild Wings. Davor sind wir am 4. Januar in Garmisch-Partenkirchen gegen den SC Riesersee unterwegs. Ihnen einen guten Nachhauseweg, schönen Abend und hoffentlich bis bald.